Was geht ab, Leute? Willkommen bei mir auf dem Kanal zurück. Heute natürlich wieder Reaction-Video wie jede Woche. Heute mal zum Dienstag. Also mal ein anderer Tag, weil da habe ich mal einen Tag dazwischen Ruhe in Anführungsstrichen wegen Aufnehmen etc. Und erstmal natürlich supporte ich die anderen wieder mit. Kam auch letztes Mal wieder mega gut an, gerade bei den neuen Leuten jetzt auch noch mit. Die, was jetzt nicht an sich mit dran waren, aber die haben sich halt gefreut für neue Kanäle. Und da werden wir natürlich auch nochmal mit drauf eingehen. Wird auf jeden Fall wieder eine längere Folge wieder werden, weil es macht einfach Spaß mit euch. Dann immer Menge rumzuschreiben etc. Schieß mich weg. Und jo, ich wollte erstmal an die Neuen jetzt noch mit, weil ich natürlich auch andere Sachen mache. Ich bin auf Instagram aktiv, ich bin auf Twitter aktiv, ich bin auf Facebook aktiv, ich habe meine eigene Webseite natürlich und, und. Und da wollte ich euch nochmal drum bitten, vielleicht die neuen Leute jetzt noch mit, hier auf meinen Mimilix One. Das ist mein Fitness-Lifestyle. Brennpunkt, würde ich fast sagen, wo es meiste geht. Müsst ihr einfach bloß oben eingeben, hier Mimilix One, und dann kommt die Seite an sich schon, und dann könnt ihr, wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, zum Beispiel, könnt ihr Rezensionen schreiben dann. Das könnt ihr dann hier unten anklicken. Das wäre mega fett, wenn ihr das mit reinschreiben wollt. Die Leute, was mich kennen oder was mich länger verfolgen mit Rezepten oder so, was das vielleicht auch schon mal mitgemacht haben, können natürlich dann mit reinschreiben, was ich für Videos und so mache, ob ihnen das gefällt. Und ich gehe mal kurz rauf auf die Seite an sich, um euch das mal kurz Wenge zu zeigen. So ist mein Lifestyle-Blog. Wie gesagt, hier geht es um sehr, sehr viel persönliche Dinge, auch von mir jetzt. Zu jedem ist was mir dazu geschrieben. Dann jede Woche ein Video, schießt mich weg, das wisst ihr ja alles. Dann hier kommen dann natürlich nochmal exklusive Rezepte, was ich nicht als Videoform habe. Einmal hier, dann mein Instagram natürlich, wo ich natürlich auch sehr aktiv bin mit fast über 17.000 Abos mittlerweile. Und genau, dann haben wir natürlich noch über mich noch bestimmte Sachen noch mit, was ich so Zitate zum Beispiel, was ich sehr mag, wie alles begann damals und, und. Natürlich, wie sich alles entwickelt hat bei mir, ja, so sah ich mal aus. Können wir mal drauf gehen kurz, dass ihr das mal seht. Einfach aus dem Standpunkt, so sah ich mal aus. Also, wie gesagt, das war vor 6 Jahren, 7 Jahren, wo das so extremst aussah. Und so hat es sich dann halt so entwickelt. Dann natürlich noch, egal wo auf der Welt, dann hier noch so gewisse Sachen. Dann natürlich, darf nicht fehlen, Supplemente, Sport etc. Schieß mich weg. Hier habe ich meine Sponsoren mit drin, mit denen ich hauptsächlich mit zusammenarbeite. Dann, warum ich welche Dinge mitnehme. Und weil viele fragen mich auch, was man machen kann, was man nicht machen kann. Und natürlich gibt es dann noch die Kochvideos direkt. Also, ihr kriegt dann auch immer eine Nachricht, wenn die neuen Kochvideos dann online gehen. Da sind natürlich auch einige noch mit dabei. Gerade die neueren Leute, die kennen vielleicht die einen oder anderen Videos gar nicht, wie Panna Cotta oder was weiß ich was. Genau. Und das wollte ich euch mal zeigen. Und wenn ihr wollt oder möchtet, könnt ihr mich natürlich dann auch persönlich anschreiben. Dann über kontaktieren sie uns. Wenn ihr jetzt Anfragen habt auf Trailer zum Beispiel oder auf irgendwelche Bilder, was bearbeitet werden sollen oder irgendwelche anderen Anfragen, das haben einige schon gemacht, könnt ihr mir auch gern hier euer Feedback mitschicken. Und am besten Fall könnt ihr ein Abo einreichen, dass ihr meine Seite abonniert. Das ist kostenlos für euch. Ihr werdet immer benachrichtigt, wenn neue Sachen rauskommen. Also, und da würde ich euch wirklich bitten, das wäre mega nice von euch. Das ist natürlich unten nochmal mit verlinkt. Das ist leider die erste Zeile diesmal, bevor die anderen Profile dann kommen, was wir heute mit angucken. Und das wäre mega fett, wenn ihr mich da unterstützen würdet, weil das kostet alles extremst viel Geld, muss ich wirklich sagen. Da habe ich extremst viel Geld schon wieder reingesteckt. Und es würde mich sehr freuen, wenn wir da vielleicht noch den einen oder anderen noch mit reinkriegen würden, dass sich die Arbeit an sich lohnt. Es kommen immer wieder neue Rezepte. Und es wäre halt schade, wenn die ganze Liebe. Wie gesagt, ich habe da richtig zusammen Rezepte aufgeschrieben und so, wie ihr das alles mitmachen könnt. Und da wäre es halt wirklich schade hier. Habt ihr alles genauestens, wie viel ihr nehmt, die Zubereitung, wie ihr das alles, das ist alles niedergeschrieben, also wie eine Art kostenloses Kochbuch. Und da wäre es mega fett, wenn ihr mich unterstützen würdet. Wäre cool. Wäre mega cool von euch. Wie gesagt, könnt ihr da Rezensionen mit reinschreiben und so weiter und so fort. Wie gesagt, das ist unten verlinkt. Geht da gern drauf, das ist alles kostenlos und von daher danke euch. War schon mal mega fett auf jeden Fall. So, dann kommen wir zu euch. Ich hoffe, ihr habt euch auch einen schönen Kaffee gezogen gerade und
Ich würde mal sagen, wir gehen gleich mal auf das letzte Reaktionsvideo. Das sind natürlich einige neue Leute mit dabei. So, Familienherzen, nochmal ein fettes Danke für die netten, 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 netten Sätze. Muss man wirklich so sagen. Sie haben hier das A geschrieben, da wollte ich mal kurz auf die Top-Kommentare, da muss man auch mal mit reinhauen. Also hier, wie gesagt, Familienherzen. Das waren diese netten Leute hier gewesen. Da können wir vielleicht auch gleich mal reingucken nochmal. Das war natürlich Unboxing. Nochmal mit reingucken. Einfach weil das ist so herzlich. Das ist einfach so mega lieb und nett und allen. Da würde ich sagen. Sorry. Da würde ich sagen, gucken wir gleich mal das jetzt mal rein. Mal drüber schnuppern. Also wie gesagt, auch nochmal ein fettes Dank. Die Wand ist heute so weiß hinten, deswegen sehe ich auch so weiß aus. Ich bin eigentlich gar nicht so blass. Was? Jo Leute, und was geht? Du kannst mal wieder von zum Kanal. Ich bin Heute doch testen wir leise. von Tops die Love Koalas. Und ja, wir holen jetzt mal eine Tüte raus. Let's go. Das sind so Figuren. Das sind Sammelfiguren, ne? Zack! Gibt's noch Lama? Wisst ihr, Unboxing? Ja, Digga. Wenn ihr gleich als Tipp einen Hashtag setzen wollt, setzt den Hashtag vor dem Unboxing, dass das dann mit reingezogen wird, weil sonst ist bloß das I als Hashtag und I als Hashtag, weiß nicht, ist es aufgeführt? Da wird wahrscheinlich nicht viel rumkommen, oder? Gibt's da Hashtags, viele davon? Ja, aber bestimmt nicht die, was ihr wollt, oder? Da ja, sind einige Aufrufe, da wird wahrscheinlich probiert, dass es da mit reinfällt. Ist auch eine gute Idee, aber wie gesagt, wenn Unboxing macht, dann haut Unboxing mit rein am besten. Was so, von let's go. Und was gibt's noch? Das ist der seltene. Oh wow. Echt? Mhm. Da. Ich bin selten. Sie ist das Pollenmilch. So sehen die Tütchen aus. Da ist ein Pickel. Ach ja, apropos Unboxing, ich lasse es mal ganz kurz weiterlaufen. Ich zeige euch dann auch mal ganz kurz noch was mit als Lehrung dazu. So sieht es von hinten aus. In dem Tütchen befindet sich immer ein Koala-Bärchen, wohl? Und eine Sammelkarte oder was ist das, ein Sticker? Also ist kein Sticker. Ja, doch, das ist ein Sticker. Und drauf steht dann... Und meine heißt Diamant. Diamond, zeig mal her. Ja, das ist Diamond. Nein, der seltene. Oh ja, das ist der Diamond. Ja, Mann. Das sind die ganzen Koalas, die es gibt. Dann zeig mir mal den Koala, dass man den mal zeigen kann. Schick mal rüber. Nein, ich gebe dir den nicht. So sieht der aus. Nee, das nicht. Ich mache jetzt den nächsten auf, der ist schon auf und ich hole ihn jetzt raus. Oh, das ist boah, Leute, als Kinder, ne, was hätte ich drum gegeben, dass ich hier so einen kompletten Karton von irgendwas bekomme, ey, gerade von den Pokémon-Sachen und so, wobei es Adler gilt. Wollte ich mal ganz kurz noch mit reinhauen, Benno Banane hat das einmal reingeschrieben, ja, du hast ja irgendwelche Yu-Gi-Oh!-Karten oder sowas unboxed. Und ja, ich habe wirklich einige wertvolle Sachen, ne? Weiß nicht, ob ihr es seht jetzt. Wow. Das tut reflektieren, ich will es nicht rausnehmen. Aber das ist eine PSA-geprüfte Karte von 2005. Also diese Karte ist schon 16 Jahre alt und die sieht noch aus wie komplett neu. Und ich habe einige solche Karten natürlich und ich sammle natürlich auch sowas. Also das ist, ob das jetzt Musikboxen sind oder Yu-Gi-Oh! Sachen, wie gesagt, Schwarze Magier oder was weiß ich, weil da gibt es so viel. Können wir auch mal reinschreiben oder jetzt mit zur Premiere mal mit reinschreiben, ob ihr auch so Pokémon-Sachen oder Yu-Gi-Oh! Sachen mal gesammelt habt oder gar vielleicht noch sammelt oder Magic-Karten oder was weiß ich was alles. Also ich feiere das hier wie Sau, ne? Sowas. Da bin ich Kind und werde mein Kind bleiben wahrscheinlich. Süß. Wer ist das? Das ist Reef. Cash. Da ist noch gar nicht viel drauf. Doch, der ist blau. Ach, da. Cash. Leg mal diese Karte und mach da diese Tiere. Die sind wohl so süß. Ja, cool. So, das ist der nächste. Ja. Die sind voll was ist da? Ich hab auch gerade.
Das ist natürlich auch witzig, ne? Wenn du hier ranguckst und dann unten wird auf einmal dein Video mit angezeigt. Obwohl ich mit einem anderen Kanal bin. Ja, es ging gerade aus Sony Blackbox online und hat schon wieder 23 Aufrufe. Schön. Gelb. Gelb. Warte, der heißt Solar. Wie? Solar. Solar. Die Kiste ist schon fast leer. Nein, stopp, stopp, stopp. Tja. So, eine gucken wir noch an und dann geht's weiter. Ja, die sind ja wirklich niedlich. Doppelt ist das. Ach, schon wieder eine andere. Nee, das war Glück, ne? Ist anders. Wie heißt der? Ich bin selten. Sherry, wie die Kirsche. Sherry, wie der Schatz. Sherry. Ich mache jetzt das nächste auf. Ich gucke jetzt mal nicht rein. Nein, jetzt bin ich schon wieder so in dem Modus. Ich sehe das. Ich sag, okay, noch eins gucken wir an. Jetzt interessiert mich aber, was sind denen schon wieder mit drin? Die gucken wir noch an und dann machen wir weiter. Oh, das ist ja schön. Das ist ja Frieda. Jana. Wieder ein anderer. Ich cool. Habe auch eine gezogen. Nice, 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 nice. Ja, nochmal, wie gesagt, fettes Danke auch an euch nochmal. Und da haben wir natürlich mal noch einen Kommentar gleich mit drunter. Mit liebe Grüße, Mimi. So, genau. Dann Andi. Mit Andi hatte ich auch nochmal gelatscht gehabt. Er wird sich das auch nochmal zu Herzen nehmen, gerade was das angeht, wegen den Mikrofonen und so. Weil er dann auch selber gesagt hat, ja gut, Mimi, hast recht, ist echt. Haben einige Asche zu mir gesagt und so. Und das finde ich cool. Und das ist das, warum ich diese Videos mache. Um einen nicht, um Kritik zu üben oder so an dem Kanal, sondern um, dass wir uns gegenseitig irgendwie besser verstehen oder wie auch immer. Dann mal noch ein fettes herzlich willkommen nochmal an Taddys Kochwelt. Nochmal dazu. Ihr wisst, wie gesagt, wenn ein Abo nicht dort steht, das hat nichts damit zu tun. Ich habe euch abonniert auf meinen richtigen Kanal. Deswegen bitte nicht. Ich sag's immer vorsichtshalber, weil doch mancher nicht jedes Video komplett anguckt und deswegen tue ich mich da immer nochmal absichern. Ich habe euch abonniert, wie gesagt, und bin ich auch immer am Start. So, dann machen wir mal noch ein kleines Video. Schnelles No-Back-Brot. Yo, nice. Die macht auch mega. Also gleich mal fette Props raus. Ich mag die Thumbnails sehr. Sehr cool gemacht, auf jeden Fall. Richtig cool. So, let's go. Hallöchen, ihr Lieben. Was geht ich an? Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Heute gibt es bei mir Torte. Das ist ein moldawisches Pfannenbrot. Man braucht ganz wenig Zutaten, ganz einfach zuzubereiten und es schmeckt wunderbar. Ich kann nur empfehlen, macht es nach, ihr Lieben. Und wie es geht, zeige ich euch jetzt. Bleibt dabei. Hier habt ihr schon die Zutaten vorbereitet. Ich habe hier Mehl, Buttermilch, Natron, Salz, ein bisschen Zucker und ich brauche noch Essig und Öl zum Anbraten. Und das geht sofort los mit dem Teig machen. Mit Buttermilch, das habe ich auch noch nicht gehört. Das Mehl habe ich durchgesiebt. Dadurch ist es ein bisschen lockerer geworden. Boah. Und nachher... Die Schüssel habe ich auch. Genau die gleiche habe ich auch. Die Doris, glaube ich, von Schöner Wohnen und so hat, glaube ich, auch die Schüssel, glaube ich. Die hatte das einmal drunter geschrieben gehabt bei mir. Sieht man auch an dem Brot, dass das so fluffig wird. Ich gebe einen Teelöffel Zucker rein. Ja, aber sehr wichtig. Salz. Müsst ihr immer merken, egal was ihr kocht oder so, wenn ihr herzhafte Sachen macht, immer eine Prise Zucker ran und wenn ihr süße Sachen, immer eine Prise Salz mit ran. Das ist immer dieses Pro-Contra, weil die einen sagen, oh, wie kann man denn da Zucker an die salzige Sachen dran machen? Genau das gibt diesen ausgeglichenen Geschmack wie Yin und Yang. Das ist so ein Volumen dann irgendwann. Kann man nur empfehlen, würde ich auch jedem empfehlen. Ich habe auch ein
Esslöffel Natron, was ich dann mit einem Esslöffel Essig löschen werde. Dann ploppert es auf, glaube ich, ne? Wie so. Ja. Mit dem Mehl zusammen. Ist immer gut, wenn man sich damit auskennt und weiß, was so passiert dann. Umrühren. Buttermehl kommt noch dazu. Macht es bestimmt schön geschmeidig dann, ne, die Buttermilch. Habt ihr das schon mal mit Buttermilch irgendwie was gemacht oder so? Ich persönlich noch nicht. Das Einzige, was ich mal gemacht habe, ich habe mit Buttermilch mal so ein Zitronendessert gemacht. Werde ich vielleicht auch nochmal für euch raus haben. Mal sehen. Es wird geknetet, bis der Teig eine dicke Masse wird. Und ich nehme die Hand zum Kneten. Und ich knete jetzt, bis der Teig eine feste Masse geworden ist. Wenn der Teig nicht mehr an der Hand klebt, dann ist es fertig. Ich werde gleich noch auf der Arbeitsplatte ein bisschen durchkneten, um den Teig ein bisschen fester zu machen. Die Arbeitsfläche bekommt ein bisschen Mehl. Okay, also so eine Scheibe, ja. Da. Wo du mit Bogen raufballerst. Rauf. So, mal wegen Vorspur. Wollen ja natürlich heute so viel wie möglich wieder Leute reinballern. Ach, es macht echt immer wieder Spaß, da die Leute immer mit anzugucken, weil man dann selber wieder trotzdem Erfahrung so sammelt. So, die zwei Brote sind jetzt aufgerollt. Tortelle sind fast fertig. Es wird nur noch gebraten. In der Pfanne gebe ich Rapsöl. Kein Olivenöl nehmen, weil dann zu intensiv vom Geschmack ist. Und dann kommt die Torte rein. Jetzt drehen wir die Torte. Geil! Wow, die sieht so toll aus. Ja, das stimmt. Oh, ich freue mich schon. Das riecht so gut. So typisch Pfannenbrot, wie ich das kenne. Wunderbar. Et voilà. Tortelle sind fertig. Die duften so gut. Ich freue mich schon gleich zu servieren. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Wie immer, geile Videos. Wie gesagt, ich mache richtig geile Videos. Ja. Werden wir auch auf jeden Fall öfters vorbeischauen. Dann gucken wir mal bei ihm mit vorbei. Hier muss ich dazu sagen, ist einer, der was die Tage mal mit drunter geschrieben hat. Also, wie gesagt, hast es sehr gut gemacht und schieß mich weg. Das ist halt auch cool, finde, dass ich da Leute mal mit vorstelle. Und von daher habe ich mir gedacht, ich tue einfach gleich mal mit vorstellen, worum wir eigentlich nicht. Müssen ja nicht immer jetzt hier die Abonnenten genau sein. Gucken wir mal kurz. Ich will. Gucken wir hier mal kurz rein. 100 Abos, cool. Das ist schon cool. Hat sich gerade angehört, als wenn es geklopft hat. Hallo meine Freunde und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Euer Traveling Dev ist wieder am Start. Jetzt kommen wir gleich zur Sache. Ich mache gleich das Gewinnspiel, weil dieses Gewinnspiel habe ich euch ja im letzten Video angekündigt. Aber gleich dazu mehr. Jetzt wollte ich mir noch mal ganz kurz die Zeit nutzen, um mich bei euch zu bedanken. Vielen, 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 vielen Dank, dass wir gemeinsam die 100er Abonnentenmarke geknackt haben. Weil ohne euch wäre ich wirklich nichts. Vielen, 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 vielen Dank für eure Unterstützung und euren Support. Ich feiere euch so mega, wirklich. Ich freue mich, dass wir zusammen hier diese Zeit erleben dürfen. Und ich hoffe auch, dass wir weiterhin eine wundervolle Zeit haben werden. Bald wird übrigens das nächste Video starten. Und also Gamer-Video, das wird auch sehr bald kommen. Jetzt denkt dran, wenn euch der Kanal hier gefällt, abonniert ihn, vergisst das nicht, damit ihr keine weiteren Videos verpassen tut. Und ein Daumen nach oben ist natürlich auch mega. Jetzt das Gewinnspiel. Das Gewinnspiel ist folgendermaßen. Ich habe diese Kühltasche und in dieser Kühltasche habe ich PS4-Spiele und PS3-Spiele. Die habe ich gemischt. Die habe ich hier quer reingetan und auf der Seite längs. Und ihr sollt einfach schätzen, wie viele da drin sind. Also ganz einfach.
Und der, wo am nächsten dran ist, gewinnt natürlich. Jetzt, so sieht sie von der Seite aus. Und so sieht sie von der Seite aus. Das war auch, Entschuldigung, das war es auch schon, was ich euch gezeigt habe jetzt von der Tasche. Mehr werde ich euch von der Tasche nicht zeigen. Das wurde aber, glaube ich, hier aufgelöst. Also, es ist nicht mehr offiziell. Weil es soll ja auch ein bisschen schwer sein. War schon ein und Stück, ne? Ja. Wenn ihr schätzen tut, schreibt hin Hashtag DraftlingDev. Ja, und wie gesagt, dann könnt ihr ja öfters mal vorbeischauen. Wie gesagt, er macht ja alle Let's Play Sachen und so. Und ja, genau. Boah, PlayStation 5, die Ankunft. Boah, der Glück. Eines der glücklichen Menschen, die was eine PS5 gewonnen, bekommen haben. Cool, freut mich für dich. So, dann gucken wir mal bei Sternfee vorbei. Lasst für Sternfee mal fette Grüße da. Haut mal für Sternfee Hashtag Mimikom in die Kommentare. Danke Leute, dass es überhaupt klappt, dass ihr immer dieses Mimikom mit reinmacht. Das hilft mir ungemein, gerade in YouTube, dass sich mein Kanal mehr verstreut. Und die liebe Sternfee macht natürlich immer herzliche Videos, aber ihr geht zurzeit gesundheitlich nicht ganz so gut. Und von daher lasst die sonnige Grüße auf jeden Fall mit da oder spätestens hier im Chat. Haut's nochmal mit rein. Gucken wir mal kurz mit rein. Macht immer schöne Zusammenschnitte so. Okay, das ist jetzt nicht ganz so abwechslungsreich wie sonst immer. Da gibt es natürlich auch noch andere Sachen, wie das hier zum Beispiel. Wer meinen Instagram-Account erkennt, der weiß ja nicht, wie ich nach solchen Sachen bin. So, cool. Da hätte ich nochmal ein Like rein. Schreib nochmal einen schönen Kommi drunter. Natürlich. Kleine Gerüchte schreiben. So, cool. Sie, ja, genau, sie hat ein bisschen gekränkelt vor 4-5 Tagen. Dann natürlich mentale Kraft kennt er an, Momo. Wie gesagt, er macht auch, also mit ihnen bin ich jetzt auch schon länger befreundet, auf jeden Fall. Und genau. Kommen ja auch einige neue Videos und so. Und könnt ihr natürlich auch mal mit vorbeigucken, falls ihr ihn noch nicht kennt. Wie gesagt, ich kenne Momo jetzt auch schon lange. Wir haben auch schon einige Videos so ein bisschen zusammen untereinander uns wenig supportet. Und wartet mal ab, da kommt bald auch wieder mal was Neues, wo ich auf jeden Fall, denke ich mal, mit dabei bin, weil er mich angefragt hatte. Und da werde ich, denke ich mal, wieder mit am Start sein. Also von daher lasst dicken Like natürlich auch bei ihm da. Meat Expert, wollen wir ja auch, finde ich auch mega fett. Dann Führer, mein Brudi. Ich küsse dein Herz. Geht auch übelst durch die Decke gerade. Der hat, glaube ich, jetzt innerhalb von einer Nacht hat er, glaube ich, 80 Abos oder sowas gemacht. Also extremst nochmal hochgeschossen. Und auf Mimimon haben wir natürlich auch einige Let's Plays zusammen schon geschiert. Unter anderem DayZ und World War Z. Also von daher, er macht viel Streaming-Sachen und so. Was ich hoffe, ich auch dieses Jahr noch machen kann, endlich. Und genau. Von daher schaut auf jeden Fall auch bei ihnen vorbei und Shoutout an ihn. So, dann Kaufhalter 50. Support ich mega gern. Die tut verschiedene Sachen zeigen, was du schminkst. Ja, schön, dass du wieder auf meinen. Irgendwas im Mund gehabt jetzt. verschiedene Schminksachen und sowas. Macht da öfters mal Gewinnspiele. Also könnt ihr auch mal mit reingucken und wir gucken mal kurz rein.
Einfach aus Sympathie gucke ich sie gerne an. Das muss nicht immer, wie gesagt, das jetzt genau zu mir passt. Ich bin nun mal keine Frau, ich schmink mich nur mal nicht, aber... Mein Kanal gefunden hast, heute soll es mal wieder ein bisschen um Beauty-Mates gehen. Und zwar um das Thema Summer Glow. Wenn dich interessiert, was das für Produkte sind, dann schnapp dir einen Kaffee, schnapp dir einen Keks und dann sehen wir uns einfach gleich wieder. Bis gleich. Let's go. Ich habe euch ja schon mal des Öfteren schon mal Beauty Mates Produkte schon mal vorgestellt. Und für alle, die jetzt neu sind, nochmal den Text. Also seid nicht böse, wenn ich es immer wieder sage, aber es gibt ja auch viele, die neu dazu gekommen sind und die gar nicht wissen, wer oder was Beauty Mates ist und was die eigentlich machen und was die für Produkte haben. Deshalb rabbel ich ja immer den gleichen Text runter. Und ja, da finde ich eben gerade das, man muss es auch öfter sagen, weil es kommen halt doch mal Leute mit dazu und man kann ja davon ausgehen, oder ich bin zumindest so ein Mensch, ich gehe davon nicht aus, dass jeder ab ersten Sekunde bis zur letzten Sekunde das komplette Video anguckt. Man sieht es an der Watchtime, man kann es ja nachvollziehen und so. Und da muss ich ihr auch recht geben, deswegen sage ich auch manches lieber doppelt und dreifach, wie das mit denen, dass ich mit Mimimon jetzt die Videos angucke, aber euch mit meinem Hauptkanal abonniert habe. Wie gesagt, ihr könnt natürlich auch gerne auf Mimimon vorbeischauen, können mir auch gerne ein Abo mit da lassen. Ich lasse euch auch gerne Support mit da, aber ich will nicht den Übersicht verlieren dann. Deswegen dieses so. Für alle Neuen, alle alten Hasen kennen das ja schon, aber ich rabbel den Text jetzt nochmal runter. Beauty Mates ist ein deutsches Kosmetik-Startup aus Bayern. Personalisierte Wirkstoffkosmetik ist das Steckenpferd der Firma, denn es ist wirklich nur das drin in den Produkten, was deine Haut braucht und ist für alle Hauttypen geeignet. Das Ganze ist tierversuchsfrei und vegan. Die Produkte sind frei von Mineralöl, Paraben, muss ich tatsächlich ablegen, Silikon und PEG. Jetzt habe ich schon so oft gesagt, jetzt weiß ich immer noch nicht, ne? Beauty Mates hat uns auch wieder einen Rabattcode gegönnt, sage ich mal so. Und zwar ist das Graufalter 30. Da sparst du satte 30%. Wenn du dich irgendwie interessierst oder was nachbestellen möchtest oder wie auch immer, nutze einfach den Code. Und ich habe da jetzt finanziell nichts von, ne? Nicht, der meint hier, ich verdiene mich hier dumm und dämlich. Nee, ist nicht so, ne? Das denken auch viele, bei meinen Unboxing-Videos dann immer, dass ich an den Boxen so verdiene. Nee, Leute, ich verdiene da nicht dran. Ich verdiene auch nicht an den DVDs irgendwie Geld oder so, weil das nicht monetarisiert werden dürfte, wenn es könnte. Aber soweit bin ich noch nicht. Und wenn, lasse ich auf meinen ganzen anderen Videos das laufen. Ich habe 150 Videos, wo ich mindestens Werbung drauf schalten kann. Da muss ich nicht auf irgendwelchen DVDs oder was auch immer irgendwie Werbung schalten. Immer lustig. Aber manche Leute gönnen einen halt nichts. Ist einfach nur eine nette Geste, auch von Beauty Mates. Das Ganze ist im Internet online zu bestellen. Ich verlinke euch nochmal die Seite dazu. Und da könnt ihr euch, wenn ihr euch nicht ganz schlüssig seid, Mensch, was ist eigentlich mein Ziel? Was möchte ich ganz gerne mit Beauty Mates, mit den Produkten erreichen auf meiner Haut? Habt ihr ja immer den Set-Konfigurator. Dann gibt es auch noch neu, muss ich jetzt nochmal ablesen. Mhm. Einmal den Produktberater. Den gucken wir uns dann mal das andere Technik an. Am Körper mache ich unheimlich gerne. Ich finde, für mich ist aber die Schnellvariante, dass ich das Ganze über Nacht einfach von selbst erledigt. Das mache ich unheimlich gerne. Ich mache es immer abends. Es wird auch empfohlen, dass du es abends machst. Du kannst es natürlich auch morgens machen. Das ist dir selbst überlassen. Aber wenn du sowas anwendest, sage ich ganz einfach mal, Thema Fruchtsäurepeeling. Peeling, rede doch einfach langsam. Nutze bitte einen Sonnenschutz, weil deine Haut ist einfach ein bisschen angreifbarer, wenn du solche, sage ich mal, Fruchtsäurepeelen nimmst. Peelen? Peelings? Nimm einfach einen Sonnenschutz. In den Momenten merkt ihr wahrscheinlich, warum ich sie gern angucke, weil sie auch so wie ich so frei Schnauze einfach erzählen. Und wenn man sich mal verspricht, scheiß drauf, einfach weiter erzählen. Jeder kennt das Ganze, das kostet ja auch die Welt. Klassischen Peeling, sag ich mal. Wenn du deine Haut gepeelt hast, also im Gesicht oder am Körper, fühlt sich deine Haut einfach so glatt. Natürlich nochmal. Frei, sag ich mal, oder deine Haut. Ja, wie gesagt, schaut gern mit bei ihr vorbei. So, zack, zack. So, Carinas Kochecke, die hat ja mal so in fetten Kommentar reingehauen. Guckt's euch an, meine Güte. Echt krass. Ich danke dir auch nochmal, natürlich. Dein Flammenherzspiel, da können wir auch mal wieder mit reingucken. Mal am Start. Auch schon fast 200 Abos. Oh,
Heute Premiere, nee, am 21. Premiere, könnt ihr gerne mit reingucken. Ja, die macht auch so Let's Play Sachen. Und genau. Alles mal unboxen. Ah, dann gucken wir da auch gleich mal mit rein, unboxen. Ich möchte nicht immer die langen Videos nehmen, weil ich die Watchtime nicht so zerschießen möchte. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video, ich gerade geguckt habe. Ich habe gemeint, mir brecht gerade. Ich überlege gerade, hat er Gamschuh nicht schon mal, also Gamechu nicht schon mal eine Box rausgehauen, was sie auch gewonnen hatte? Sag da mal. Rummel fällt durch, bist du. Wenn du das siehst, schreib mir das mit rein. Ob das schon mal bei dir der Fall war oder ob das bei jemand anders war. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber ich dachte, irgendwo habe ich das schon mal gesehen gehabt. Das war's. Also, ich mach das dann leise. Also, ich habe bei der Verlosung teilgenommen. Den zweiten Platz habe ich bekommen. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Gamer Traveling Dead? Ich konnte Englisch aussprechen. Wow. Ja, wir packen das ganze Stück mal aus. Ja. Am besten nicht rein. Kleinere Messer haben wir scheinbar nicht daheim. Nö, ja, haben wir nicht. Ich habe eine 1000 Taschenmesser. Ja, gut. Ich würde halt mal aufpassen, dass ich da vielleicht nichts kaputt mache. Sam, ich hatte das denn? Warte mal. Jetzt gut verpackt. Wartet mal ganz kurz. Ah! Das, was er wahrscheinlich verlost hat, wo mir gerade die Videos angeguckt hat, das hat sie gewonnen, glaube ich. Was ist das denn für ein Zufall? Der tritt mich doch in den Arsch, ey. Das ist ja witzig. Bestimmt, damit du deinen Spaß hast. Ja, das merke ich. Was? Uff. Boah, ich film jetzt bestimmt gleich blutige Finger, du. Nee. Mein Gott, Mama, ich tu... Alter. Weißt du, was ich gestern gemacht habe? Ich habe geschnitzt. Ich hab geschnitzt. Geschnitzt. Ach, was weiß ich. Einmal Schlitzer, immer Schlitzer. Mein Mutterherz, es blutet. So. Alter. Zack. Weil er hat gesagt, dass er in dem Brief seinen Namen aufgeschrieben hat. Ja, dann hol's vorsichtig. Ah, Platz 2. Okay. Achso, er hat vorne vom gekriegt. Vielleicht war das ja ein anderes Gewinnspiel. Was hat er denn da reingemacht? Das ist bestimmt persönlich. Oh, nee, oder? Guck nicht hier, guck nicht hier. Das ist bestimmt persönlich für dich, Sophie. Das muss dafür mag ich es aber. Ich kenne ja ihren richtigen Namen. Ich weiß nicht, ey, kannst du mal mit reinschreiben, ob ich den mit sagen dürfte, weil ich ja öfters mal von dir Videos mit zeige oder so. Aber jetzt gerade ist es Flammi. Das ist Mayonnaise. Ich habe es zerrissen. Nee, das ist ein Paket, das ist eine Karte. Ja, steht bestimmt herzlichen Glückwunsch oder sowas. Ach du Heilig, ist das viel geschrieben. Ja, dann behalt's für dich. Okay. Aber süß mit dem Kleebutton, dem Maria Käfer, ne? Ah, die Dinger wollte ich vielleicht holen, Mama. Für was? Das ist für Schall. Ah. Für einen Hall, nicht für einen Schall. Ah, noch Süßigkeiten. Ach, wie süß. Das ist ja putzen. Niedlich. Oh, guck mal, wie goldig. Ja, die ist ja echt süß. Der ist die Katze ab. Und was macht man für was ist die Pechkatze? Das ist ein bestimmter Grund. Jetzt soll ich doch erstmal die Kugel brechen. So. Also, ihr seht schon, es lohnt sich natürlich auch bei ihm mal mit vorbeizugucken. Natürlich nochmal ein Like mit reinbuddeln. Ah, genau, können wir gleich mal, wenn wir einmal hier sind, gleich mal bei den Whisky Nerd vorbeischauen. Das ist mehr so für die Erwachsenenrichtung, die was gerne mal was trinken oder sowas. Aber nicht in dem Sinne trinken, sondern im Sinne von mitbedacht trinken, muss man dazu sagen. Warum und was ich meine, seht ihr jetzt. Auch cooler Typ auf jeden Fall. Willkommen beim Whisky Nerd. Ich wünsche euch einen schönen Sonntagmorgen. Heute geht es nach Japan. Und ich habe hier den Nika Coffee Malt. Den hat mir der liebe Olli von Kanal Whisky Space geschickt. Dankeschön, Olli, dafür. Und Coffee ist jetzt nicht der Name von Kaffee, nein, das ist eine Destillationsfirma.
Säulenanlage. Die heißt Koffemold. Die hat so 1831 herum Enas Koffee, jetzt habe ich nicht erfunden, sondern hat eine bestehende, eine Common Still verbessert und die wurde dann nach seinem Namen. Also das Hauptding auf dem Kanal, um den mal kurz vorzugreifen, ist, dass ihr rund um Whisky und solche Sachen, er hat extrem viele Videos dazu. Muss ich euch mal kurz zeigen, dass ihr da mal kurz ein Verständnis dafür bekommt. Das sind alles so Whisky-Sorten, Single Malt oder whatever. Also gibt's einiges zu sehen, wie ihr seht. Und da wird halt immer was erklärt, drauf eingegangen auf die Sachen, was ihr da trinkt und. Eben benannt, die Coffee Still. Und in diesen Säulendestillationen wird normalerweise Grain Whisky hergestellt. Aber Nika wollte hier ein Experiment wagen. Ich glaube, es handelt sich hier um einen Single Malt und sie wollten einmal einen Single Malt in so einer Säulendestillationsanlage nach schottischen Vorbildern produzieren. Das ist schon mal sehr interessant. Leider ist er gefärbt und kühlgefiltert, abgefüllt mit 45%. Heute hat es über 30 Grad, es geht an die 36, nicht sehr heiß heute. Und wir sind hier wahrscheinlich schon bei meinem vorletzten Video vor der Sommerpause. Aber jetzt genießen wir mal diesen japanischen Whisky. Preislich liegt er um die 60, 70 Euro. Probieren wir mal. Wir haben eine sehr schöne, angenehme Nase. Ja, da fliegt alles weg. So, mal das festhalten. Angenehme Nase. Ich persönlich bin jetzt nicht so der Whisky-Typ, mag ich jetzt selber nicht so, aber wahrscheinlich die, was richtig gut sind, da lohnt es natürlich, da mal zu kosten. Ich bin mehr so der Gin-Trinker, also ich habe viele verschiedene Gins mittlerweile schon auch probiert und ich mag Gin sehr, sehr gerne zum Beispiel. Also das wäre wieder was, wo ich jetzt damit extrem was anfangen könnte. Und wie er jetzt mit Whisky, so wäre ich jetzt mit Gin. Hätte ich auch schon wieder so egal im Kopf gehabt, kannst du mal noch mit sammeln, die ganzen Flaschen, weil die sehen auch immer geil aus, wie bei Whiskys oder sowas. So sehen natürlich die Gin-Flaschen auch immer geil aus. Jo, cool. Leichte Zitrusnoten, sehr fruchtig. Mal wieder gucken, was er schnabbert. Die Kenner. Bisschen Honig, bisschen Toffee. Eine schöne, malzige Süße. Mm. Sehr weich in der Nase. Probieren wir mal. Mm. Auch am Gaumen. Sehr weich, sehr cremig, sehr süffig. Sehr angenehm. Bin ich voll begeistert, ne, wenn ich da sowas sehe. Ja, eine Kinderparty. Boah, wow, wir sind ja schon wieder bei 38 Minuten, Alter. Auch hier viel Vanille. Wir haben auch hier wieder diese... Oh, jetzt geht's richtig. Wer ich mehr sehen möchte und sich noch mehr davon bezirzen lassen möchte, der sollte auf jeden Fall bei Whisky Nerd mit vorbeischauen. Da gucke ich auch sehr, sehr gerne mal mit rein. So, wie haben wir denn noch? Meet, Mimi, Koch, Maxim, Daisy, Tori hat sich auch nochmal bedankt. Lena und Nugi können wir auch nochmal kurz mit reingucken. Die haben auch schon wieder lustige Sachen schon wieder hochgeladen. Jeden Freitag eine Portion gute Laune. Ja, auf jeden. Das fand ich sehr cool hier. Ja. Mal reingucken kurz. Das fand ich auch cool. Ich bin Leni. Ich zeige euch heute. So bei putzig, süß. Wollen wir mal einfach reingucken. Ja. Ich habe jetzt alles in HD. Vergessen. Alles, was ihr dafür braucht, zeige ich euch jetzt. Ihr braucht einen Schwamm. Ob alt oder neu, ist egal. Aber auf jeden Fall müsst ihr ihn präparieren. Dann braucht ihr eine spitze Schere. Ein weißes Papier oder Wackelaugen. Einen schwarzen Stift. Ein Taschenmesser oder ein Messer und jede Menge Haargummis
oder Gummibänder. Als allererstes müssen wir den Schwamm präparieren. Die meisten Schwämme haben hier so einen Riss und genau in den Riss schneiden wir mit dem Taschenmesser. Ihr könnt auch gleich eine Schere nehmen, wenn ihr kein Taschenmesser habt. Dann müsst ihr das einfach mal etwas trennen. Komm mal erstmal einen Riss rein und geh dann mit der Schere. Aber ihr braucht echt kein Taschenmesser. Das Taschenmesser macht die Arbeit zwar viel leichter, aber wer keins hat, kommt auch ohne gut aus. Schön, herrlich. Vor allem mit der Oetker-Schere, die ich in beiden Ecken zwei für die Ohren an. Für die Ohren solltet ihr kleine Haargummis nehmen. Miau. 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 Oder so. Miau. Was findet ihr? Oder Leute, es ist da einfach simpel und einfach süß, oder? Solche Videos. Wie gesagt, da gibt es mehrere Videos, was sie da raushauen. Als Geschwister, glaube ich, soweit wie ich das auch weiß. Und wie gesagt, da können ist alles mal mit dabei. Wie gesagt, da kann man nichts falsch machen. Like natürlich noch mit reinbuddern. Und ja, mega süß. So, cool. Dann kommen wir nochmal beim Benno vorbei. Der hat natürlich auch schon wieder neue Dinge und so. Und der freut sich ja auch immer. Was ich jetzt so cool fand, wo es sich wieder gefreut hat, dann machen wir gleich mal ein Doppel-Shoutout. Also er hat es für ihn gemacht gehabt und ja, bedankt sich dann halt nochmal. Finde ich mega nice. Und es war jetzt auch dann das letzte gewesen, was ich jetzt mit durchlaufen lasse. Wie gesagt, checkt bitte mein... Checkt bitte, wie gesagt, meine Webseite mit ab, was ich dann einfach mit rein. Haut in die Kommentare wieder Mimikon. Könnt ihr 1000 Mal wieder reinposten, wenn ihr das wollt, wie beim letzten Mal. Und wir sehen uns dann bei einem neuen Video. Von daher haut rein, meine Lieben, und eine schöne Woche. Euer Mimi. Ciao.